Wir haben einen Ping. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es einfach nicht glauben. Lass uns dem Pirate Center folgen. Vielleicht finden wir heraus, wo mein Papa ist. Schätzmann der Kanalisation. Das muss es sein. Er hat die Slums wirklich verlassen. Das ist gefährlich da draußen, aber ich muss mir sicher sein. Ich muss es wissen. Auf geht's. Das so schlau ist. Ich weiß, ich soll ihm wahrscheinlich folgen, aber ich möchte mich doch ein bisschen umschauen wenigstens. Vielleicht verpasse ich sonst irgendwas. Ich weiß, wie es fehlt uns ja auch noch eine Flasche für den Händler. Aber keine Ahnung, wo wir die herbekommen. Sieh dir all diese Zurgeier an. Sie werden uns auffressen. Ich schaff das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du. Die Zugs werden mich ganz sicher erwischen. Hier, nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du ein Freund bist. Außenweltler-Abzeichen. Ich werde die Tür öffnen. Notenblatt haben wir ja auch. Es tut mir leid, ich kann nicht weitergehen. Ich bin nicht so schnell. Zugs werden mich kriegen. Bitte finde ihn. Bitte bring meinen Papa zurück. Ganz kurze Frage. Okay, nee, zurück. Können wir wirklich nicht mehr. Wahrscheinlich vorerst zumindest. Okay. Na dann. Auf ins Ungewisse. Wahrscheinlich schließt er gleich die Tür hinter uns. Ja. War klar. Irgendwas wird gleich passieren. Okay, eine Erinnerung. Sieh mal, wie gewaltig diese Mauer ist. Ich erinnere mich, dass ein Symbol für die Trennung zwischen den Slums und dem Stadtzentrum war.
Das und die Tatsache, dass sie ihren Müll immer wieder hier runtergeschmissen haben. Kann man nur sowas tun? Vielleicht ist das der Grund, warum sie gescheitert sind. Okay, 40% der Erinnerungen haben wir wahrscheinlich schon sehr viel übersehen. Sackgasse. Schon wieder. No, 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 no! Lass mich! Bitte, lass mich in Ruhe! Bitte! Es ist so hässlich. Wie geht's weiter? Da unten. Holy shit, ich hasse diese Dinger. Tja. Okay. Und jetzt wieder zurück. Okay. Ziemlich schlau. Und da geht's schon weiter mit dem Zug. Echt heftiger Sturz. Doc sollte in der Nähe sein. Weit ist es nicht. Oh ne, ich humpe schon wieder. Oh ne. Das ist so herzzerreißend. Aber diese kleinen Details sind. Wie zum Beispiel sich die Wunde lecken. Und solche Sachen einfach süß. Einfach gut gemacht, wirklich. Da geht's weiter. Aber hier geht's auch weiter. Das dort vorne sieht gar nicht einladend aus. Deshalb schaue ich mir erstmal hier das an. Hm.
Der Wissenschaftler, für den ich arbeitete, sagte immer, er wolle sich in ein kleines Häuschen zurückziehen und den ganzen Tag angeln. In der Stadt war das natürlich nicht möglich und das hätte seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Was wäre, wenn wir uns in der Außenwelt ein kleines Häuschen mit einer harmlosen Angelrute und einem Haufen Bücher suchen würden? Ich glaube, genau das hätte der Wissenschaftler gewollt. Aber zuerst sollten wir Doc suchen. Das sieht nicht so aus, als ob das wirklich gut rauskommen würde. Kurzen Thumbnail machen. Und kurz mal ein Nickerchen.